waren eben Feinde. Und dazu waren wir auch erzogen worden, dass wir diese Leute als unsere Feinde ansehen mussten. Man hat eben seine Heimat verteidigt, man hatte das Gefühl, man hat also was getan für die Heimat. Wir fühlten uns als Soldaten und wollten auch Soldaten sein und nicht irgendwie so Hilfskräfte. Wir waren ja auch keine Hilfskräfte, wir waren völlig im Einsatz. Richard Dzikowski und Hans Brünjes auf dem Weg zu ihrer alten Schule im Bremer Westen. Der ehemalige Kaufmann und der Arzt sind seit mehr als 70 Jahren befreundet. Hier sind sie in die Schule gegangen und von hier sind sie mit ihrer Klasse in den Krieg gezogen. Damals hieß die Oberschule Horst-Wessel-Schule. Heute treffen sie sich mit Schülern einer 10. Klasse, um über ihre Erlebnisse von damals zu berichten. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass Sie Flakhelfer wurden? Wir waren 15. Dann hieß es, wurde schon irgendwie gerüchteweise was gesagt, also ihr kommt jetzt zum Militär. Und dann hieß es, jawohl, also in einem Monat werdet ihr eingezogen. Da wurde nicht diskutiert, ob man das wollte. Das war einfach selbstverständlich. Man konnte sich gegen solche Dinge ohnehin nicht wehren. War ja 1943, ging die Schlacht um Stalingrad zu Ende. Und es wurden bei dem ganzen Rückzug aus Russland, es wurden Soldaten gebraucht. Man hat gesagt, Schüler der so und so vielten Klasse werden verpflichtet, als Luftwaffenhelfer, Flakhelfer tätig zu sein und gleichzeitig eben auch Schulunterricht zu haben. Amerikanische Bomber im Einsatz gegen Nazi-Deutschland. Mit dabei Edward Field aus New York. Jeder fühlte, dass das eine Mission war, gegen die Nazis zu kämpfen. 27 Mal ist Flugnavigator Field über und gegen Deutschland im Einsatz. Es gab eine riesige Propaganda, was uns passiert, wenn die Nazis gewinnen. Es war wirklich eine dramatische Zeit. Seit Anfang 1943 sind die Alliierten kaum noch aufzuhalten. Die Wehrmacht braucht neue Kräfte für den Abwehrkampf. Dieser Nachschub sitzt in den Oberschulen des Reiches. Ab Februar 1943 werden alle 15 bis 17 Jahre alten Oberschüler eingezogen. Sie sollen an den Kanonen der Flugabwehr, der Flak, die Soldaten ersetzen, die jetzt an die Ostfront müssen. Kindersoldaten hat es ja wohl immer gegeben, in der ganzen Welt. Dass aber ganze Jahrgänge eingezogen wurden mit deutscher Gründlichkeit, ja, das dürfte es nur in Deutschland gegeben haben. Ich glaube nicht, dass es so etwas weltweit vorher gegeben hat. Es wurde ja der ganze Jahrgang eingezogen. Gerd Heinrich Neumann vom Johanneum-Gymnasium in Lübeck ist erst 15, als er mit seiner gesamten Klasse in den Krieg zieht. Als wir eingezogen wurden und ich wegging, da hatte meine Mutter Tränen in den Augen. Daran erinnere ich mich noch, genau. Das war, sagen wir mal, ein Übergang, der für uns nicht so ungewöhnlich war, weil wir eben immer im Verbund waren und wir blieben ja auch in diesem Verbund. Wir blieben Schüler. Wir würden auch weiter unterrichtet werden, aber wir werden ein Schüler mit einem besonderen Einsatz. Ich bin primär nicht da gern hingegangen und habe nicht gedacht, so jetzt bist du so ein toller Kerl und gehst da jetzt, bist da Luftwaffenhelfer und nun bist du derjenige, der zwar ganz klein mithilft, den Krieg zu gewinnen, aber wir waren da ein Jahr oder anderthalb Jahre in einer Gemeinschaft. Das hat die Klasse verbunden und bis zum heutigen Tag.
Richard Dzikowski und Hans Brünjes suchen mit Schulfreunden vor der Stadt nach Spuren der Flakstellung, in der sie von Juli 43 an im Einsatz waren. Dann war es ja eben auch so, diese Großangriffe kündigten sich ja immer dadurch an, dass erst diese Tannenbäume abgeworfen wurden. Ja, nicht? Die sahen aus wie Tannenbäume, die dann markierten. So haben wir sie genannt. Ja, wurden sie so genannt. Die markierten, wo dann also in welchem Areal die Bomben abgeworfen werden sollten. Dann kriegen wir eine Alltagsgarnitur, eine Extra-Uniform und kriegen ein Gewehr. Das war ja auch etwas ungewöhnlich, dass man 16-Jährigen dann ein Gewehr in die Hand drückte. Wir konnten ja überhaupt damit gar nicht umgehen zunächst. Das haben wir dann lernen müssen. Wir wurden dann eingekleidet, wobei ich also zufällig noch weiß, dass mein Kollege Brünjes große Schwierigkeiten hatte, weil er so klein war, dass für ihn überhaupt keine passende Größe vorhanden war. Wir bekamen ja auch Unterwäsche. Und das war strenge Dienstvorschrift, lange Unterhosen zu tragen. Ich hatte zuvor noch nie eine lange Unterhose getragen. Man ist doch als Junge immer mit kurzen Unterhosen was rumgelaufen. Ich bekam eine lange Unterhose, die war aber für so einen dicken Bauch eigentlich gebaut. Das ging dann, dass ich sie überlappend praktisch dann an den Hüften mit Sicherheitsnadeln festmachen musste. Günther Eichele ist auch erst 15, als er und seine Klasse von der Dillmann-Oberschule in Stuttgart Anfang 44 von der Schulbank weggeholt werden. Wir wollten uns als Soldaten fühlen. Wir wollten mit der Hitlerjugend in dem Sinne nichts mehr zu tun haben. An der Ausgehuniform mussten wir eigentlich eine Binde tragen, Hakenkreuzbinde. Die haben wir aber immer sofort gleich an der Tasche verschwinden lassen, wenn wir aus der Stellung raus waren. Wir wollten in der Öffentlichkeit als Soldaten auftreten. Fast 70.000 Oberschüler geloben 1943 Gehorsam, Tapferkeit und Treue. Am Ende werden es 3 Jahrgänge sein, 200.000 Jungen, die in die Flakstellungen im ganzen Reich einrücken. Es ist ein neues Leben, aus der Schule direkt in den Krieg. Viele haben davon geträumt, wenige haben es befürchtet. Einige sind mit Eifer dabei, wie es sich für einen guten Hitlerjungen gehört. Die meisten nehmen es hin und richten sich ein. Ich gehörte zu denen, die wohl gedacht haben, na ja, wenn schon Flak, dann an die Kanone. Ich habe mich zur Geschützstaffel gemeldet und bin dort auch angekommen. Es haben sich eigentlich ein paar mehr zur Geschützstaffel gemeldet, als die gebraucht haben. Die mussten dann was anderes machen. Aber ich war in der Geschützstaffel und etwas schlauere Menschen, da hatten wir eine Klasse, die haben das viel gescheiter gemacht. Die sagten, ich will in die Messstaffel. Messstaffel war Kommandogerät. Da war man natürlich irgendwo in der Zentrale des Geschehens, hatte den Überblick. Mittels der Technik konnte die Entfernung gemessen werden, wie hoch das Flugzeug flog und in welchem Winkel das. Und diese Werte, die wurden ja dann an die Geschütze weitergegeben. Es wird Seite, Höhe und Entfernung ist einzustellen, um in etwa das Rohr dahin zu kriegen, wo wohl die größte Chance besteht, das Flugzeug zu treffen. Das war nicht kompliziert. Man musste nur wissen, was. Nicht? Was wir da ausführen mussten, das wurde uns gezeigt. Und das haben wir auch vielleicht viel besser als die Alten noch dann gemacht, weil wir auch an Technik interessiert waren. Nicht? Was für ein großes Abenteuer, denken viele. Geht los, man schläft auf seiner Falle, auf seinem Strohsack und dann tönt die Alarmglocke. Die schrillt durch den Raum. Das heißt, sofort aufstehen, ankleiden und raus an die Geschütze. Bedingung dafür, dass es schnell geht, ist, dass man auf dem Hocker, den man hat, zuvor die Kleidung
so sauber hingelegt hat, wie man nachher wieder reinschlupfen muss. Das ist übrigens Erziehung fürs ganze Leben. Das hat mich nie mehr verlassen. Das Bereitlegen der Kleidung neben dem Bett. Als dann zum ersten Mal geschossen wurde, da flog man vom Sitz runter. Also ich könnte ja nicht vorstellen, wie der Rückschlag war. Bei 10-5 Kanonen und so weiter. Und man war fast taub. War ja chaotisch, ne? Ja, denn eine Batterie hatte ja mehrere Geschütze und die mussten ja immer gleichzeitig schießen. Das war also ein gewaltiger Lärm und auch eine gewaltige Bodenbewegung dabei. Ja. In dem Moment, wo die Glocke läutete, also der Alarm begann, ganz egal, welche Alarmstufe es war, waren wir nicht mehr Kinder, waren wir Soldaten. Von der Aufgabe, von der Behandlung, auch durch unsere Vorgesetzten, waren wir keine Kinder mehr, keine Jugendlichen, wir waren vollwertige Soldaten. Wolfgang Altenburg ist auf Helgoland eingesetzt. Der Junge und seine Mitschüler von der Deutschen Oberschule für Knaben im westpreußischen Schneidemühl sind Marinehelfer, die Flakhelfer der Marine. Nach mehrmonatiger Ausbildung stehen die Jungen als Helfer an den Geschützen der Flakabwehr und ermöglichen so Tausenden von älteren Soldaten das Einrücken zur kämpfenden Front. Nicht alles ist neu. Unerwartet, aber nicht ganz unvorbereitet kommen die Jungen in die Flugabwehrstellungen von Marine und Luftwaffe. Dieser militärische Drill, den kannten wir. Der Übergang vom Schüler zum Soldaten in dieser Hinsicht furchtbar leicht war, weil alles das, was da beim Militär verlangt wurde, hatten wir dauernd schon vorher geübt. Das heißt, man wurde auch schon in der Schule darauf vorbereitet, dass es irgendwann mal in eine militärische Laufbahn enden würde. Wenn die Glocke klingelte, dann war das nicht etwa so, dass die Schüler alle in die Schule strömten, sondern dann wurde angetreten. Die Klassenführer meldeten dann dem Schulführer, Klasse angetreten. Und der Schulführer, der meldete das wieder dem aufsichtsführenden Lehrer, Horst Wessel Schule zum Einrücken angetreten. Und dann marschierten alle rein und konnten sich in den Klassen verteilen. Und das geschah manchmal zwei oder dreimal, wenn Pause war, an einem Vormittag. Ja, es war wohl im Wesentlichen in einer großen Pause. Ne? Das Ganze war also, sagen wir mal, sehr militärisch aufgezogen. Auch so, wenn der Lehrer reinkam, sprangen die Schüler natürlich alle auf. Und dann rief der Heil Hitler. Und dann sagten wir Heil Hitler, Herr Dr. Meyer oder Herr Dr. Schulze oder Herr so und so. Und grüßten auch so. Und dann sagte der Setzen. Die Eltern hatten im Übrigen in der Schule nichts zu sagen. Und es war immer ein bisschen Konkurrenz zwischen der Erfüllung eines Tages von seiner Hitlerjugend und der Schule. In meinem Fall war es so, dass wir durch eine gute und kluge Schulführung den Schulunterricht fast unbeeindruckt von dem sonstigen Geschehen im Lande absolvieren konnten. Er wurde, wie gesagt, durch sehr tüchtige Lehrkräfte gemacht. Aber der Hitlerjugenddienst durfte nicht vernachlässigt werden. Der Dienst in der Hitlerjugend hat Vorrang vor der Schule. Niemand zweifelt das an. Und niemand schert aus. Die Mehrheit ist einverstanden. Sodass man praktisch als junger Mensch aus der Schule zusammen mit der Hitlerjugend, die Hitlerjugend immer mehr Gewicht bekommt, die Kontakte Hitlerjugend-Wehrmacht immer stärker werden, mehr und mehr in etwas reinwuchs, was praktisch auch den Schüler schon in relativ jungen Jahren, mit 12, 14 Jahren, zu einem Teil des Ganzen machte. Und das waren nicht einige oder einige Freiwillige, das waren alle. Dass es mal jemanden gab, der nicht Hitlerjunge war oder nicht, dann müsst ihr mir heute noch erklären, wie er das gemacht hat. Ich habe es nicht erlebt. Ich habe das gerne gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, wurde ja auch viel geboten. Man machte Ausflüge, übernachtete irgendwelchen Scheunen, es wurde gespielt. Es wurde Sport gemacht. Jungen bei einer Übersetzübung mit Schlauchbooten unter Leitung fronterfahrener Soldaten. Heute noch mit ernst betriebenes Spiel.
Später wird es sich im Kampf mit dem Feind bewähren. Die Gymnasiasten kennen ihre Rolle im NS-System. Sie wissen, sie sind die künftige Elite der Gesellschaft. Und so handeln sie. Man war auch bestrebt, möglichst schnell auch da eine gewisse Karriere zu machen. Das heißt also, so eine gewisse Schnur zu bekommen. Die erste war rot-gelb, rot-weiß. Und dann war man so, hatte man eine kleine Gruppe unter sich. Wir waren ja eine Oberschule und schon etwas prädestiniert gegenüber den Volksschülern, sage ich mal so rum. Und die Führerschaft im Jungvolk stammten alle von der Oberschule. Ich kann mich erinnern, in Scharmixwohl, wie wir da waren, da war eine Aktion mit der Frage, wer will in die Partei eintreten. Und da habe ich mich gemeldet, weil es nämlich dafür einen Tag Urlaub gab. Da bin ich in Busreuz irgendwo bei so einer Zentrale gewesen und ob ich da was unterschrieben habe, weiß ich nicht. Innerhalb unserer Klasse an der Oberschule waren nicht alle Jungvolkführer, aber doch 80% sicher, ja, wenn nicht noch mehr. Ja. Ja, das sah man denn ja bei den Feiertagen, wenn wir in Uniform ja an der Schule ankommen mussten. Dann hatten wir unsere Rangabzeichen und dann wusste jeder, was der andere schon erklommen hatte an Dienstgraden. Ja. Und seit 1942 kennt jeder von ihnen den Bombenkrieg. Fast alle Städte im Westen sind Ziel der amerikanischen und britischen Bomberverbände. An ein normales Leben ist nicht mehr zu denken. Immer mehr Kinder aus den bedrohten Städten werden in Sicherheit gebracht. Auch Richard Dzikowski und seine Mitschüler werden samt Klassenlehrer für Monate nach Süddeutschland evakuiert. Ein Gemeinschaftserlebnis, das sie nachhaltig prägt. Der Klassenverbund oder der Klassenzusammenhalt war außerordentlich wichtig. Und dadurch, dass man eben sehr an Gemeinschaft gewöhnt war, das Individuelle möglichst abtrainiert wurde, man sollte sich ja eben auch immer nur in einer Gemeinschaft bewegen, war der Klassenerhalt oder der Klassenzusammenhalt für uns wichtig. Viele sagen später, diese Klassenfreundschaft war für uns manchmal wichtiger als der soldatische Chorgeist. Die Luftwaffe kamen in Gruppen, die sich kannten. Die haben zusammengehalten. Wenn sonst jemand zum Wehrmacht eingezogen wurde, kam er in irgendeinen Haufen, kannte keinen. Das waren ja keine Gemeinschaften. Und die Klassengemeinschaft hat uns sicher geholfen, so vieles zu bestehen, sodass vieles nicht an uns rankam. Das Unterführerchor kam ja nicht unbedingt aus den Gymnasien. Und für manchen, den einen oder anderen dieser Unterführer, könnte ja gewesen sein, dass der gedacht hat, na ja, diese Gymnasiasten, die Jüngelchen da, aus reichen Elternhäusern oder aus gutbürgerlichen Elternhäusern, die will ich mal ein bisschen schleifen. Und wenn dann so ein Wichtigtuer dazu kam, der uns nun kommandieren wollte, dann hatten wir auch eine geschlossene Front dagegen, indem wir natürlich die Befehle ausgeführt haben, aber eben auf eine andere Weise, nicht? Da gab es so blöde Sprüche, an den Horizont Marsch, Marsch zum Beispiel. Dann sind wir losgelaufen, aber nicht wiedergekommen. Wenn der dann gebrüllt hat, halt zurück, oder das haben wir dann natürlich nicht gehört. Dann sind wir auch schön weitergelaufen. Wir standen merkwürdigerweise den Offizieren näher als den Mannschaften. Das lag aber daran, dass wir Oberschüler waren. Und Oberschüler
waren also ja für die Offiziere auch die Offiziere der Zukunft. Das heißt, die Offiziere, das war, drückte sich zum Beispiel ja schon darin aus, dass wir zum Beispiel mit den Offizieren, das waren ja nur drei, ein Hauptmann und zwei Leutnants, Sauna machen durften. Viele Offiziere halten eine schützende Hand über den akademischen Nachwuchs und ihre jugendliche Unbeschwertheit. Die Schülersoldaten stehen in der FLAG nicht am Ende der soldatischen Hierarchie. Ganz unten stehen die Hiwis, die sogenannten Hilfswilligen. Die russischen Kriegsgefangenen haben sich freiwillig gemeldet, um dem grausamen Schicksal in den deutschen Kriegsgefangenenlagern zu entgehen. Ein Hilfsdienst, der auch den Schülern zugutekommt. Ich weiß, dass die Russen dann zum Beispiel für die Batterieführung eine Sauna gebaut haben. Neben dem Feuerlöschteich, der in der Mitte der Batterie war. Und dann haben die, dann wurde ja Sauna gemacht, immer sonnabends. Und zwar erst die Offiziere und dann durften wir zusammen mit den Offizieren Sauna machen, wer wollte. Dann kamen die Unteroffiziere und die Mannschaften. Und als letztes konnten die Russen Sauna machen, die also diese ja auch gemacht hatten, also die zusammengezimmert hatten, das Ding. Und ich habe festgestellt, dass auch die Batterieführung diese Russen sehr human behandelt hat. Wir sind da sehr freundschaftlich mit umgegangen, ja. Alle, ja. Das ging aber auch so weit. Verpflegungsmäßig waren die etwas anders eingeteilt als wir Luftwaffenhelfer. Und wir hatten eigentlich reichlich Brot. Und dann haben wir von diesem Brot immer den Hiwis abgegeben. Die waren ja am Geschütz eingeteilt, als Granatenschlepper. Das ging aber auch so weit, dass jede Baracke einen speziellen Hiwi hatte. Der kriegte das Brot und hat dafür dann auch die Bude mit sauber gemacht. Aber sie bekommen auch zu spüren, dass sie noch halbe Kinder sind. Es kam ja in jeder Flakstellung von Zeit zu Zeit der sogenannte Filmwagen. Wenn die Wochenschau vorbei war, dann hieß es, kam der Spieß, ging Licht an und sagte, so, Luftwaffenhelfer raus. Der nächste Teil ist nicht jugendfrei und dann mussten wir das Lokal verlassen. Und da haben wir natürlich empfunden, diesen widersinnigen Gegensatz. Auf der einen Seite durften wir an den Kanonen stehen und schießen und uns vielleicht auch beschießen lassen. Und auf der anderen Seite durften wir einen Film, der über 18 war, nicht sehen. Der Unterschied lag nur darin, die Soldaten, die normal eingezogen waren, bekamen Zigarettenrationen und eine teilweise eine Alkoholration. Wir bekamen einmal in der Woche Milchsuppe und saure Drops. Der Bombenkrieg jedoch macht keinen Unterschied zwischen Schüler und Soldat. Ich sah einen Bombenteppich auf mich zukommen, wo eine Bombe nach der anderen immer näher kam. Und da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Das, die nächste oder übernächste, die schlägt hier ein und irgendwann war Schluss. Also Angst in dem Sinne hatten wir eigentlich nicht, weil man ja nun selbst aktiv war und konnte also auf den Feind schießen. Ich sage das mal eben so rum. Man hatte gar keine Angst, gar keine Zeit, Angst zu haben. Ja. Das kommt mir ein bisschen komisch rüber, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass sie ein bisschen mehr traumatisiert sind oder vielleicht sagen, ja, das war eine schlimme Zeit und dies und das. Aber sie reden halt so darüber. Als ja, eine schlimme Zeit war es sicher, das ist richtig. Aber wir sind nicht traumatisiert. Wir haben
von Anfang an, nachdem diese Zeit vorbei war und die Schule vorbei war, haben wir, das war nur Thema Nummer eins. Hans Brünjes und seine Freunde können mit ihrer Vergangenheit leben. Andere leiden darunter und können bis heute nicht darüber sprechen. Wir waren ja auch so im Stress während des Schießens, verstehen Sie? Also konnte, das ging ja flott, ein Schuss nach dem anderen. Und dass da einer irgendwie ausgeflippt ist, wenn ich muss so sagen, da vor Angst, das habe ich nicht erlebt. Woran das liegt, wie das möglich ist, das kann ich nicht endgültig beantworten. Wir waren keine Helden. Angst überbrücken einige durch Schweigen, sind ruhig, sprechen überhaupt nicht. Einige überbrücken es dadurch, dass sie dumme Witze machen. Einige pfeifen vor sich hin, einige singen. Auf Angst reagiert jeder anders. Und diese Reaktion auf Angst, die spüren, aber sie wussten ganz genau, na, wir kennen uns ja alle, na, der Karl-Heinz, dem ist heute gar nicht wohl. Ja, weil er laufen. Das Verhalten eines Schülers ist etwas sensitiver als eines Erwachsenen. Aber er glaubt immer, und das war auch bei uns diese Vorstellung, wir müssen den Soldaten, vor allen Dingen den Russen, zeigen, wir haben keine Angst. Natürlich hatten wir Angst, aber wie? Es ist vor allem die Angst um die Familie, die sie beschützen wollen. Dafür sind sie doch da. Nach einem Angriff kriegten wir stundenweise Urlaub. Das heißt, wir durften dann zu Fuß durchs Burgland nach Hause gehen, um zu gucken, ob unsere Häuser noch standen. Denn wir wussten ja nach so einem Angriff, dass so und so viele Häuser nicht mehr da sein würden. Und ich weiß, dass ich also unglaublich erleichtert war, wenn ich vom Waller Bahnhof kam und konnte unser Haus noch wieder sehen. Weil man immer damit rechnen musste, dass plötzlich so ein ganzer Straßenzug weg war. Es war wirklich Flächenbombardement, auch wenn es hieß, wir machen das nicht. Aber wir waren sehr weit oben. Wir waren mehr als 8 Kilometer hoch. But we were very far away from the ground. We were 5 miles high. Und ich konnte die Rauchwolken sehen, wenn die Bomben einschlugen. Man konnte sehen, wenn die Bomben trafen. Aber wir dachten nicht wirklich an die Menschen. Immerhin waren es Frauen und Kinder, zum großen Teil in den Städten zurückgelassen. Und dennoch dachten wir nicht daran. Das waren ja nun die bösen Feinde, die ihre Bomben auf unsere Familien werfen sollten. Und da kochte schon eine gewisse Wut doch. Und man wollte ja das vermeiden, verhindern, indem man eben geschossen hat mit allem, was da zur Verfügung stand. Ja. Das war ein Wegducken. Man wusste nicht, woher die Flak kam. Die Flak kam von allen Seiten. Meist explodierten die Granaten unter uns. Und die Granaten flogen ins Flugzeug. Also die Flak kam von überall, diese Metallsplitter. Sodass am Ende des Einsatzes der Boden des Flugzeuges überdeckt war von Metallsplittern. Ich sagte immer zu mir, ich sollte einige Stücke als Souvenir aufsammeln. Aber ich habe es nie gemacht. Sie sahen richtig schön aus, die Rauchwölkchen, wie Blumen. Flakblumen, könnte man sagen. Wirklich richtig hübsch. Wir waren uns durchaus darüber im Klaren, dass unsere Geschosse nicht als Feuerwerk schön anzusehen in den Himmel gingen, sondern dass sie ein ganz klares Ziel hatten, nämlich diese feindlichen Flieger abzuschießen. Man wollte abschießen, ist doch klar, nicht? Und aber man wusste auch, dass da Leute dann diesen Abschuss nicht überlebten. Aber wir waren immer froh, wenn wir auch sahen, dass da welche ausstiegen.
Wenn dann also so ein Flieger brennend runterkam, dann war das eine gewisse Erlösung. Das heißt also, jetzt hatte man endlich mal diese Dinger, Leute, die also die ganzen Bomben abwarfen und erwischt. Ich glaube, für 7 Abschüsse oder was wurde denn so ein Flakkampfabzeichen uns an die Brust gehängt. Habe ich aber auch weggeschmissen, als der Krieg vorbei war. Hier ist Wumsiede. Ja, genau. Das kann man jetzt im Nachhinein überhaupt jetzt richtig bewerten, was auch den Lehrern zugemutet wurde. Nicht? Ja, ja. Und dann kamen die manchmal an und dann kriegten wir Feueralarm und dann saßen die nur rum. Ja. Und dann war überhaupt nicht, dann waren sie völlig umsonst gekommen. Die Lehrer waren entweder alt oder nicht gesund und kriegten die Aufgabe, ihr habt jetzt die Schüler in der Flakstellung sowieso zu unterrichten. Wie ihr da hinkommt, das ist eure Sache. Da haben wir Deutsch gehabt, da haben wir Latein gehabt, Englisch oder was man nun in der Oberschule unterrichtet kriegt. Da wurden Arbeiten geschrieben, wie in der Schule. Vielleicht nicht so häufig, aber es wurden Arbeiten geschrieben und es wurde unterrichtet. Gab es Zeugnisse wie in der Schule? Das hat uns als Schüler ja gar nicht so gefallen. Wir waren froh, dass wir der Schule sozusagen entflogen waren erstmal. Aber die mussten, ja, und dann wurde da provisorischen Unterricht abgezogen. Und wir haben dann manchmal versucht, über den Kompanieführer oder einen der Abzweiger davon, dass der einen kleinen Alarm auslösen sollte. Dann ist der Lehrer in den kleinen Bunker und wir hatten, der Unterricht war erstmal wieder gestrichen. Ja. Wir haben also versucht, den Unterricht zu boykottieren, sagen wir das ruhig mal so rum. Ja. Das wurde auch alles nicht mehr ernst genommen. Also man war froh, nicht wahr, wenn man überlebte. Man war müde. Wir haben ja fast jede Nacht irgendwie waren wir auf. Und deswegen hat man mehr geschlafen, als am Unterricht teilgenommen. Was war damals die Aufgabe der Mädchen? Ja, es gab ja auch weibliche Flakhelferinnen. Es gab ja um Bremen herum überall Flakstellungen. Und dann gab es aber um Bremen herum noch einen Gürtel von Scheinwerfern. Das sind Riesenscheinwerfer, die hatten, glaube ich, so einen Durchmesser von 3 Metern. Riesendinger. Denn es war ja so, wenn ein feindliches Flugzeug kam, dann traten zunächst die Scheinwerfer in Aktion. Das heißt, dann wurde der Himmel abgeleuchtet, bis man ein Flugzeug im Scheinwerferkegel hatte. Und diese Scheinwerferbatterien waren nur mit Frauen besetzt. 1944 werden auch Frauen, Mittelschüler und Lehrlinge als Luftwaffen- und Marinehelfer eingezogen. Denn jeder reguläre Soldat wird jetzt an der Front im Osten und Westen gebraucht. Ich war dann als Funkmesserin eingesetzt, ja. Wurde, da war an dem Gerät war so ein Sitz, nicht? Und da musste ich die Entfernung messen vom Geschütz zum Flugzeug und musste das, die Entfernung an das Geschütz weitergeben. Ja? Und danach konnten die dann schießen. Elvira Rentschmidt aus Dortmund gehört zum letzten Aufgebot für die völlig überforderten Flakbatterien. Die 17 bis 20 Jahre alten Frauen werden einzeln dienstverpflichtet und rücksichtslos aus ihrem Alltag herausgerissen. Ich hatte ja auch noch Verwandtschaft in Amerika, ne? Von meinem Vater, eine Schwester und der Mann von meiner Cousine, nicht? Der war amerikanischer Soldat. Wir haben daran gedacht, an die Männer, die in dem Flugzeug sitzen. Wir wussten ja nicht, ist es ein Engländer oder ist es ein Amerikaner.
Und dadurch, dass wir Verwandtschaft hatten, habe ich doppelt daran gedacht. Aber ich habe kein Flugzeug gesehen, was runterkam. Und eigentlich war ich dankbar darum, dass ich es nicht gesehen habe. Seit 1944 ist auch der Osten des Reiches für die Alliierten erreichbar. Ihr Ziel? Die deutschen Rohstoffreserven sowie kriegswichtige Fabriken wie die IG Farbenwerke bei Auschwitz. Zu ihrem Schutz verlegt die Wehrmacht auch Günther Eichele und seine Freunde in den Osten. Auschwitz als Ort, als Stadt und insbesondere als Ort eines fürchterlichen Konzentrationslagers war uns nicht bekannt gewesen. Und dann erfolgt der Aufbau dieser Stellung. Und jetzt werden Buden gezimmert, Buden in den Boden gelegt. Es erfolgt der wochenlange Ausbau einer Flakstellung. Doch die Gegenwart der Todeslager in Auschwitz ist überall zu spüren und auch zu sehen. Ein Riesentrupp von Frauen, Kohl geschoben, allerdings durch Kopftuch verdeckt, Frauen unter Führung eines weiblichen Kapo, also Häftlinge, die nun auch mit Schaufel und Pickel hier diese Erdarbeiten mit bewältigen mussten, die Stellungen ausheben, Laufgräben und was da alles zu machen ist. Und das war eigentlich die erste Begegnung mit Auschwitz, dass man erst erfahren hat, was ist da los. Es war natürlich strengstes Verbot, mit diesen Häftlingen Kontakt aufzunehmen. Es gibt dann eine Geschichte einer Berührung. Einer meiner Kameraden bekam irgendwie beim Schippen, bei der Arbeit, Kontakt mit einer dieser Frauen. Und zwar, es ging so, dass er mit einem anderen zusammen, dass sie sich wohl lateinische Vokabeln abgehört haben und die hört das und war wohl nah genug dran und meldet sich zum Gespräch. Es war eine Dozentin für alte Sprachen aus Budapest und hat dann in makellosem Latein da Zitate vorgetragen. Es kam aber zu keinem langen Gespräch, denn die Anführerin, die Bewacherin, hat die sofort weggescheucht. Natürlich war das noch viel erschreckender, weil jetzt dieser Kamerad sich fragen musste, wieso muss eine ungarische Dozentin aus Budapest hier Gräben aufschaufeln. Im August und November 1944 zerstören US-Bomber die IG Farbenwerke bei Auschwitz. Anfang 1945 müssen die Flakhelfer vor der heranrückenden Roten Armee fliehen. Wir sind alle heil nach Hause gekommen, wie auch alle Luftwaffenhelfer, bis auf einen. Der ist ums Leben gekommen. Alle anderen aus Auschwitz, was ich so von den Nachbarbataillonen recherchieren konnte, sind nach Hause gekommen, sind rechtzeitig noch weggekommen. Wie hätten Sie sich damals verhalten? Hätten Sie vielleicht gesagt, nee, ich hätte mir das nicht gefallen lassen, ich wäre dagegen angegangen? Also das hängt ja stark auch mit dem eigenen Charakter ab. Ich bin eher so ein rebellischer Mensch, sage ich mal so. Und ich würde auf jeden Fall, ich weiß das auch schon, auch wenn der Tod mir bevorstehen würde, würde ich auf jeden Fall rebellieren. Aber das ist halt meine eigene Meinung dazu. Sie meinen, Sie hätten den Mut gehabt? Ja. Auch wenn es unter Umständen zu großen menschlichen und oder finanziellen oder beruflichen Nachteilen geführt hätte. Auch wenn es zum Tod geführt hätte, würde ich auf jeden Fall rebellieren. Also so bin ich dazu eingestellt. Es gibt keine offiziellen Zahlen über die Verluste bei den Flakhelfern. Viele sterben durch Bombentreffer in den Stellungen. Und viele werden noch in den letzten Kriegsmonaten eingezogen und fallen als Soldaten an der Front. Der wohl größte Verlust unter den Flakhelfern kommt erst 3 Wochen vor Kriegsende. Mitte April 1945 nehmen die Briten Helgoland ins Visier. Die Insel ist der wichtigste Horchposten der Luftabwehr. Über 1000 Bomber greifen an. Die 1200 Maschinen
mussten sich in Kolonne vor der Insel nordwestlich praktisch aufreihen, um über die Insel zu fliegen, um in bestimmter Art ihre Bombenlast loszuwerden. Es gab kein Quadratmeter Boden, kein Quadratmeter, der nicht ein Bombentrichter war oder kein Haus, das sich brannte. Die gesamte Insel Helgoland war durch diese vielen Bomben zerstört, zusammengestürzt und durch die Brandbomben dann auch in die Trümmer auf den Brand geraten. Die Verluste, die auf Helgoland waren, haben fast ausschließlich die Marinehelfer getroffen. Denn auch die Kriegsgefangenen, die ja nicht mehr geschossen waren, wurden zusammengeführt in Bunkeranlagen und wurden am nächsten Tag von der Insel runtergebracht. Und uns hat es dann getroffen gehabt, nie ist uns gesagt worden, wie viel. Und es gibt auch bei uns in unseren Schülergemeinschaften keine vollständigen Listen, wie viele Marinehelfer aus Schneidemühl sind auf Helgoland bei dem Angriff umgekommen. Nie wieder Krieg. Das hat der sinnlose Tod der Flakhelfer den späteren General gelehrt. Die Art, wie auf Helgoland mit Menschenleben dann umgegangen wurde zum Schluss, war eine bittere Erfahrung. Und diese Erfahrung, diese bittere Erfahrung, auch was Menschen betraf, die habe ich allerdings mein ganzes Leben lang mit mir getragen. Die Flakhelfer sind keine verlorene Generation. Zurück aus Krieg und Gefangenschaft holen die meisten auf ihren alten Schulbänken das Abitur nach. Die letzte Bank, die war da, wo jetzt noch die Wand zu sehen ist. Das stand die letzte Bank. Aber die Gitterstäbe, die gab es nicht, denn sonst wären wir gar nicht rausgekommen. Es war ja eben so, dass der Lehrer dann, wenn eine Arbeit geschrieben wurde, dann kam der ans Fenster und sagte, bitte bereiten Sie schon alles vor. Und diejenigen, die sich nicht gut vorbereitet hatten, die sind dann, während der Lehrer um die Schule herumging, aus dem Fenster rausgesaust. Ja, ja. Ernüchtert, skeptisch und fleißig bauen sie erfolgreich die Bundesrepublik auf. Als wir uns beruflich entwickeln mussten, fing das Wirtschaftswunder an. Und da war es einfach so, weil die Jahrgänge vor uns ja fehlten, so 21, 22, 23, die waren ja alle gefallen. Da rutschten wir als 27-Jahrgang, rutschten wir automatisch mit nach oben, wenn sich die Wirtschaft entsprechend nach oben entwickelte. Und ich meine, ich weiß ja nun, weil ich immer noch mit diesen Klassenkameraden zusammen bin, was aus denen geworden ist. Und da muss ich sagen, das kann mancher heute mit einem Vollstudium nicht erreichen. Gegangen und ich habe nicht gedacht, so jetzt bist du so ein toller Kerl und gehst da jetzt, bist da Luftwaffenhelfer und nun bist du derjenige, der zwar ganz klein mithilft, den Krieg zu gewinnen, aber wir waren da ein Jahr oder anderthalb Jahre in einer Gemeinschaft. Das hat die Klasse verbunden und bis zum heutigen Tag. Richard Tschikowski und Hans Brünjes suchen mit Schulfreunden vor der Stadt nach Spuren der Flakstellung, in der sie von Juli 1943 an im Einsatz waren. Dann war es ja eben auch so, diese Großangriffe kündigten sich ja immer dadurch an, dass erst diese Tannenbäume abgeworfen wurden. Ja, nicht? Die sahen aus wie Tannenbäume, die dann markierten. So haben wir sie genannt. Sie so genannt. Die markierten, wo dann also in welchem Areal die Bomben abgeworfen werden sollten. Dann kriegen wir eine Alltagsgarnitur, eine Extra-Uniform und kriegen ein Gewehr.
Das war ja auch etwas ungewöhnlich, dass man 16-Jährigen dann ein Gewehr in die Hand drückte. Wir konnten ja überhaupt damit gar nicht umgehen zunächst. Das haben wir dann lernen müssen. Wir wurden dann eingekleidet, wobei ich also zufällig noch weiß, dass mein Kollege Brünjes große Schwierigkeiten hatte, weil er so klein war. Von damals zu berichten. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass Sie Flakhelfer wurden? Wir waren 15. Dann hieß es, wurde schon irgendwie gerüchteweise was gesagt, also ihr kommt jetzt zum Militär. Und dann hieß es, jawohl, also in einem Monat werdet ihr eingezogen. Da wurde nicht diskutiert, ob man das wollte. Das war einfach selbstverständlich. Man konnte sich gegen solche Dinge ohnehin nicht wehren. War ja 1943, ging die Schlacht um Stalingrad zu Ende. Und es wurden bei dem ganzen Rückzug aus Russland, es wurden Soldaten gebraucht. Man hat gesagt, Schüler der so und so vielten Klasse werden verpflichtet, als Luftwaffenhelfer, Flakhelfer tätig zu sein und gleichzeitig eben auch Schulunterricht zu haben. Amerikanische Bomber im Einsatz gegen Nazi-Deutschland. Mit dabei Edward Field aus New York. Jeder fühlte, dass das eine Mission war, gegen die Nazis zu kämpfen. 27 Mal ist Flugnavigator Field über und gegen Deutschland im Einsatz. Es gab eine riesige Propaganda, was uns passiert, wenn die Nazis gewinnen. Es war wirklich eine dramatische Zeit. Das waren eben Feinde. Und dazu waren wir auch erzogen worden, dass wir diese Leute als unsere Feinde ansehen mussten. Man hat eben seine Heimat verteidigt. Man hatte das Gefühl, man hat also was getan für die Heimat. Wir fühlten uns als Soldaten und wollten auch Soldaten sein und nicht irgendwie so Hilfskräfte. Wir waren ja auch keine Hilfskräfte, wir waren völlig im Einsatz. Richard Tschikowski und Hans Brünjes auf dem Weg zu ihrer alten Schule im Bremer Westen. Der ehemalige Kaufmann und der Arzt sind seit mehr als 70 Jahren befreundet. Hier sind sie in die Schule gegangen und von hier sind sie mit ihrer Klasse in den Krieg gezogen. Damals hieß die Oberschule Horst-Wessel-Schule. Heute treffen sie sich mit Schülern einer 10. Klasse, um über ihre Erlebnisse. Really very dramatic time. Seit Anfang 1943 sind die Alliierten kaum noch aufzuhalten. Die Wehrmacht braucht neue Kräfte für den Abwehrkampf. Dieser Nachschub sitzt in den Oberschulen des Reiches. Ab Februar 1943 werden alle 15 bis 17 Jahre alten Oberschüler eingezogen. Sie sollen an den Kanonen der Flugabwehr, der Flak, die Soldaten ersetzen, die jetzt an die Ostfront müssen. Kindersoldaten hat es ja wohl immer gegeben, in der ganzen Welt. Dass aber ganze Jahrgänge eingezogen wurden mit deutscher Gründlichkeit, ja, das dürfte es nur in Deutschland gegeben haben. Ich glaube nicht, dass es so etwas weltweit vorher gegeben hat. Es wurde ja der ganze Jahrgang eingezogen. Gerd Heinrich Neumann vom Johanneum-Gymnasium in Lübeck ist erst 15, als er mit seiner gesamten Klasse in den Krieg zieht. Als wir eingezogen wurden und ich wegging, da hatte meine Mutter Tränen in den Augen. Daran erinnere ich mich noch genau. Das war, sagen wir mal, ein Übergang, der für uns nicht so ungewöhnlich war, weil wir eben immer im Verbund waren und wir blieben ja auch in diesem Verbund. Wir blieben Schüler,
Wir würden auch weiter unterrichtet werden, aber wir werden ein Schüler mit einem besonderen Einsatz. Ich bin primär nicht der gerne. Dass für ihn überhaupt keine passende Größe vorhanden war. Ich bekam ja auch Unterwäsche. Und das war strenge Dienstvorschrift, lange Unterhosen zu tragen. Ich hatte zuvor noch nie eine lange Unterhose getragen. Man ist doch als Junge immer mit kurzen Unterhosen was rumgelaufen. Ich bekam eine lange Unterhose, die war aber für so einen dicken Bauch eigentlich gebaut. Das ging dann, dass ich sie überlappend praktisch dann an den Hüften mit Sicherheitsnadeln festmachen musste. Günther Eichele ist auch erst 15, als er und seine Klasse von der Dillmann-Oberschule in Stuttgart Anfang 1944 von der Schulbank weggeholt werden. Wir wollten uns als Soldaten fühlen. Wir wollten mit der Hitlerjugend in dem Sinne nichts mehr zu tun haben. An der Ausgehuniform mussten wir eigentlich eine Binde tragen. Hakenkreuzbinde, die haben wir aber immer sofort gleich an der Tasche verschwinden lassen, wenn wir aus der Stellung raus waren. Wir wollten in der Öffentlichkeit als Soldaten auftreten. Fast 70.000 Oberschüler geloben 1943 Gehorsam, Tapferkeit und Treue. Am Ende werden es 3 Jahrgänge sein, 200.000 Jungen, die in die Flakstellungen im ganzen Reich einrücken. Es ist ein neues Leben, aus der Schule direkt in den Krieg. Viele haben